Und damit willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda im Live-Let's Play. Die medizinischen Vorräte aufheben. Das sind die medizinischen Notfallvorräte, von denen der Doktor gesprochen hat. Wir müssen sie in die Lager bringen. Sam, hast du die Positionsdaten gespeichert? Natürlich, Pathfinder. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt so oder so einfach hier raus erstmal. Gucken wir doch mal. Raus aus der Höhle. Gucken, was es noch so alles gibt. Wunderschöner Tanz. Ich habe von dem Kettenball. A und D drücken hat sie beim Laufen. Gut, die Gefahr ist vorüber. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier reingekommen sind. G? Soll ich den G drücken? Apropos G. Gibt es hier irgendwas zum... Interessantes zum Scannen? Okay. Muss man ja mal... Ich habe aber alles keine Forschungspunkte. Okay. Dann raus jetzt hier. Ja, und nichts schon wieder G. Warum blinkt das auf? Als wäre hier irgendwas zum Scannen. Bin verwirrt. Weit ich hier hingehe. Jetzt nicht mehr. Oh, diese Tastatur ganz knack, 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 knack. Nervt ein bisschen. Gut, wir sind wieder draußen. Ach, ich will von hier. Okay. Alles klar. Hallo? Ich habe das Knabberzeug schon beim letzten Tempest, Mal. Tempest, wir brauchen den Nomad. Meine Position. Keine Versorgungspakete von Aya, oder? Viel Glück, Aya. Ja, mach mir nur Schuldgefühle. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Okay. Wow! Ich wollte mich gar nicht anschleichen. Das ist das Alien, das uns auf Haval geholfen hat. Hätte nie gedacht, dass ein Alien uns hilft. Sonst wollen die uns immer nur töten und versklaven. Und darum ist das großartig. Sie sind großartig. Sei still, Beniska, das ist peinlich. Sei du doch still. Ich bin charmant, stimmt's? Die Angara waren wunderbar zu uns. Und sie auch. Danke dafür. Siehst du, wir bauen hier eine Beziehung auf, Zeke. Also was gibt's da draußen? Irgendwelche Hinweise? Sie könnten sich unserem Kampf in Hijara anschließen, da bei den roten Lichtern. Ich habe gehört, jemand sucht Hilfe. Oder sie gehen einfach hin und töten ein paar Kett. Die sind überall. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Wir sind hier schon ewig stationiert und damit sozusagen Experten. Kennen Sie Stätten oder Ruinen der Relikte? Ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Zeke, liest du eigentlich jemals die täglichen Meldungen? Nein, wenn ich irgendwas wissen muss, sagst du es mir schon. Und wo sind sie? Hohe Lichter, irgendwo zu ihrer rechten Seite. Was ist das für eine Alien-Anlage da drüben auf dem Berg? Das ist die CAT-Einsatzzentrale. Wir beobachten sie ständig. Welche Aufgabe hat sie? Sie kontrolliert die Operationen der CAT auf dem gesamten Planeten. Ständig kommen und gehen Schiffe. Ich bin dort persönlich auf den Präfekten gestoßen. Die fieseste, mutterlose Vessan, die ich je gesehen habe. Sogar die CAT hatten Angst vor ihr. Wir wissen allerdings kaum etwas über sie. Diese roten Lichter. Sie sagten, das ist Hijara? Ja, die Hijara-Station. Einer der Dara im Tal. Eine kleine Gemeinschaft, größtenteils Wissenschaftler. Die Leute dort brauchen vielleicht Hilfe, falls sie das nicht bereits überprüft haben. Wie kann hier draußen irgendjemand leben? Warum überrascht sie das? Wir haben uns dem Wetter angepasst. Diese Lichter sind doch verdächtig. Greifen die CAT sie nicht an? Daran haben wir uns auch angepasst. Die CAT wollen uns lebend. Also kämpfen wir bis zum Tod. Das scheint sie abzuhalten. Immerhin. Dann will ich sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Machen Sie es gut und seien Sie vorsichtig. Und Sie auch, Jarl Amadarav. Hat Ihre Schwester sich von ihrer Mission erholt?
Sie war tapfer. Sehr tapfer. Zweimal ja. Sie hat sich erholt und sie war tapfer. Danke der Nachfrage. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Ah, okay, alles klar. Aber... Irgendwas ändern muss ich nicht, ne? Nur eine Ausstattung. Oh, warte, ich habe doch ein paar Sachen bekommen gehabt. Da wollte ich mal was gucken. Schildleistung, ne? Begegnung. Was ist das für eine Mod? 50% Schildleistung? Ach so, stimmt. Oh. Weiß ja genau gleich, ne? Ja. Nehmen wir einfach die und dann müssten wir hier. Da haben wir nichts Neues, okay. Ne. Haben wir mal eine. Ja, sieht doch nicht schlecht aus gerade. Also, Nomad. Oder Nomad. Okay, Sam. Was hält Vault für uns bereit? Die CAT-Aktivität scheint sich um diesen großen zentralen Kommandoposten herum zu konzentrieren. Laut Information des Widerstands koordiniert die Basis alle militärischen Aktionen der CAT auf Vault. Und wenn wir sie ausschalten, sind ihre Operationen lahmgelegt? Theoretisch ja. Aber angesichts der Probleme, die der Angara-Widerstand bei der Infiltration der Basis hatte, dürfte das keine leichte Aufgabe werden. Ich empfehle ein vorsichtigeres Vorgehen, das mit der Untersuchung kleinerer CAT-Anlagen beginnt. Was ist mit den Angara, dem Widerstand? Wie ist deren Status? Die Nachrichten des Widerstands deuten darauf hin, dass jemand in Hijara Hilfe benötigt. Wir könnten Techix besuchen, einen größeren und etablierteren Dar der Angara in der Nähe. Klingt gut. Danke, Sam. Pathfinder. Die Temperatur auf Bord liegt überall weit unter dem Gefrierpunkt. In manchen Gebieten ist es sogar noch unwirtlicher. Das macht den Einsatz des Nomad unbedingt erforderlich. Ich rate von längeren Aufenthalten in der Kälte dringend ab. Verstanden. Nicht den Wagen schrotten. Unsere Scans haben Monolithe der Relikte geortet, was die Anwesenheit eines Gewölbes nahelegt. Und das heißt, wir können diesen Eiswürfel vielleicht zum Schmelzen bringen. Okay. Damit ist klar, was wir zu tun haben. Legen wir los. Alles klärchen. Moment kurz. Katzen. Katzen und Stress. Okay. Wie war das nochmal mit der... Folgen Sie den Lichtern, Ryder. Vertrauen Sie mir. Runter macht immer mehr Spaß. Okay. Schön, dass die Lichter auch erst angeht, kurz bevor wir da sind. Okay. Da kann ich... Da will ich... Wie will ich da hin, aber... So irgendwie die Richtung. Was war denn jetzt hier? Das Schlimmste haben wir überstanden. Ab jetzt sollte die Temperatur erträglich sein. Ups. Sorry. Ich brauche Hilfe! Sorry. Bitte schön. Ey. Ich brauche Hilfe! Ja, warum hat das Ding auch keine Waffen? Das ist... Pathfinder!
Hierher! Wir kommen durch! Gerne geholfen. Scott, Sie wären fast an mir vorbeigekommen. Ganz ruhig. Wie geht's Ihnen? Besser, jetzt wo diese Cat tot sind. Ach, ich dachte, ich könnte sie auf den anderen Weg locken. Wenn sie nicht gekommen wären, wären sie jetzt auf halbem Weg zu unserem Lager. Was machen Sie hier draußen? Ich bin nur eine Späherin. Ich soll dafür sorgen, dass die Cats sich hier draußen verirren und nie mehr zurückfinden. Aber sie waren besser vorbereitet als erwartet. Ich war unvorsichtig. Haben die Cat den Widerstand bis hierher verfolgt? Nein, nein. Die Mistkerle haben einen Signalblitz gesehen und waren zu stur, ihn zu ignorieren. Sie haben ihnen keine Zeit gegeben, Meldung zu machen. Ihre Vorgesetzten wissen nur, dass sie in einem Schneesturm verschollen sind. Wie schwer sind Sie verletzt? Schaffen Sie es zurück? Es wird witzig aussehen, aber ich kann gehen. Und ich kenne einen Geheimweg zum Lager. Gerade breit genug für eine Person. Ich komme schneller zurück als Ihr Rover. Bezweifle ich. Wir müssen weiter. Los, los! Ich schiebe noch die Kettleichen von der Klippe, bevor ich zurückgehe. Viel Spaß. Ich hab gerne Leute herumgeschoben. Irgendwo in die Richtung. Da. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Es ist rechtsklick, ne? Ja. Müsste. Keine Ahnung, ob das immer noch. Bin ich jetzt da komplett alles abgebaut? Vielleicht? Nee. Hier ist noch was, okay. Ah, ich verstehe schon, warum er das nicht mag. Oh. Noch einer? Da. Wieso haben uns diese Angara angegriffen? Ich habe die Koordinaten für den neuen Übergabeort bereitgestellt. Die Vorratslieferung soll noch heute stattfinden, also sputen Sie sich. Wenn die Sterne es gut mit uns meinen, ist in der Lieferung auch Schildtechnologie enthalten. Ich muss Sie erneut zur Diskretion mahnen. Sie dürfen niemandem von Ihrer Mission erzählen. Wenn Ephra erfährt, dass wir ein Lager aufbauen, wird er handeln. Wir müssen so lange wie möglich unbemerkt weitermachen. Möge der Himmel Sie leiten. Axul. Ja? Scheint irgendwas geheim zu sein, hier definitiv. Hatten Ihre Leute vor, sich hier anzusiedeln? Sie scheinen mir ziemlich kälteempfindlich zu sein. Ich könnte hier leben. Aber okay, ich könnte vermutlich überall leben. Hier ist noch etwas, okay. Zack. Ausreichend, also irgendwas ist hier immer noch. Es ist. Schade, dass die Mod nicht mehr funktioniert, dass man das komplette Gebiet dann aberntet. Hier ist dann auch noch was. Okay. Jetzt ist es erschöpft, okay. Gut. Dann auf darunter. Mineralien an dieser Position wurden abgebaut. Ui. Da. Schön schnell. Okay, was haben wir jetzt hier? Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Echt? Sieht aus, als wären da vorne Cat. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, das doch. Da.
Was ist das denn? Iridiumprobe, okay. Weil da sind die Mineralien-Skin, okay. Gehen wir mal dahin. Hübscher Planet, definitiv. 10 von 10 hierhin würde ich wieder reisen. Warum sind die Leuchten eigentlich hinten so orange? Ah. Rote Lichter. Was macht das? Es leuchtet rot. Oh, geil. Cool. Hallo. Ishara ist eine Forschungsstation, die sich hauptsächlich mit der Geologie von Vought beschäftigt. Sehen wir nach, ob hier jemand Hilfe braucht. Können wir irgendwas scannen? Soweit ich weiß, bohren die Forscher hier in das Eis, um es zu untersuchen. Ich schätze mal, irgendjemand hier wird schon wissen, wofür dieses Eis gedacht ist. Wir können nicht einfach eine ganze Kettenbasis angreifen. Hier gibt's überall Eis. Und trotzdem machen sie so ein Spektakel um diesen einen Block. Was ist so besonders daran? Nein, ich sage nur, dass wir darüber nachdenken müssen. Wir sollten Baxel kontaktieren und einen ordentlichen Plan machen. Bis du mit dem Denken fertig bist, könnten sie tot sein oder schlimm. Sie sind das Alien, von dem die Leute reden. Einige sagen, wir können ihnen nicht trauen. Aber wenn sie hier sind, um gegen die Kett zu kämpfen, ist das für mich völlig ausreichend. Du hast deine Entscheidung über mich sehr rasch getroffen. Ertappt. Ich hatte gehofft, wenn ich ihnen schmeichle, dann helfen sie mir, meinen Onkel Nirsch zu retten. Du musst Ryder nicht manipulieren. Irgendwas musste ich versuchen. Wenn die Kett Nirsch aus dem Arbeitslager verlegen, finden wir ihn nie wieder. Werden sie es tun? Werden sie mir helfen? Was für ein Arbeitslager? Wozu brauchen die Kett ein Arbeitslager? Für verschiedene Dinge. Sie sperren die Leute dort in Käfige. Manchmal lassen sie sie auch arbeiten. Sie sammeln Angara. Und wenn sie genügend haben, bringen sie sie weg. Und manchmal töten sie sie auch einfach. Mein Vater ist so gestorben. Verdammt, Kleiner. Das tut mir leid. Es muss Ihnen nicht leid tun. Aber sorgen Sie dafür, dass ich nicht noch mehr Familienmitglieder verliere. Ich hole deinen Onkel raus. Hier ist der Nav-Punkt des Arbeitslagers. Bitte beeilen Sie sich. Nirsch hat vielleicht nicht mehr viel Zeit. Ja, okay. Okay. Das ist Änderungsmatrix. Okay. Gehen wir erstmal dahin. Und dann. Gehen wir dahin. Immer schön die Punkte abarbeiten. Ja, hier hat jemand. Warum hat hier jemand ein Ausrufezeichen? Ah. Hallo. Wie läuft die Ausgrabung? Sie kommen nicht tief genug, um eine ordentliche Probe zu nehmen. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich zu unterhalten. Aber ich muss dieses himmelsverfluchte Stück Schrott zum Laufen bringen. Fragen Sie doch mal am Dual. Es gibt schon seit Tagen merkwürdige Interferenzen. Ich kann unseren Kollegen in Telera keine Daten schicken. Kann ich irgendetwas tun? Ja, vielleicht. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie sich mit unseren Maschinen auskennen. Ich brauche eine Pause, bevor ich noch jemanden umbringe. Wenn Sie wollen, können Sie sich gerne daran versuchen. Okay. Ein hochleistungsfähiges Kommunikationssystem, das vermutlich für planetenweite Übertragungen genutzt wird. Das ergibt Sinn. Gibt es irgendwelche Hinweise auf diese Interferenzen, von denen der Forscher gesprochen hat? Ich empfange ein Signal. Es ist nur schwach, aber diese Ausrüstung ist enorm empfindlich. Pathfinder, ich erkenne in dem gesendeten Signal außerdem ein regelmäßiges Muster. Es könnte künstlichen Ursprungs sein. Du meinst doch nicht etwa die Kett? Soll das heißen, die Kett stören unsere Kommunikation? Dem müssen wir nachgehen. Okay. Kann ich ihm das jetzt sagen? Was ist das für ein Geräusch? Okay. Können wir nicht. Gut, ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich registriere einen Temperaturabfall. Schön.
Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da und wir hören uns dann hier wieder. Bis dahin. Cheerio.